Ich möchte jetzt ein Video für einen Professor oder Schriftsteller senden, Dieter Broos. Ich werde unten den Link angeben. Er hat dasselbe bemerkt oder erforscht, was Dr. Drabik schon seit 22 Jahren niedergeschrieben hat. Und ich werde auch eine Ärztin angeben, eine deutsche Ärztin, die das ausgesagt hat in einem Video, dass verschiedene Schwermetalle und chemische Mittel die Zwirbeldrüse im Gehirn schädigen. Und wenn man so Schwermetalle und chemische Mittel wie Arsen, Fluor und verschiedene Aluminium sowas in Lebensmittel reinmischt und das isst, oder in der Luft wird das manchmal auch abgestreut unter Antragsdiele, man kann googeln, da schädigt man so die Zwirbeldrüse, dass man nicht auf, ja, ich würde jetzt so sagen, heilige Gedanken ist man nicht offen. Aber Dr. Drabik hat gesagt, da kann man nicht denken, also man wird praktisch dement. Das heißt, das schädigt das Gehirn. Es ist bekannt, wenn Aluminium und Schwermetalle in Hirn reingehen, da schädigt man das so, das Gehirn, dass man sogar seinen eigenen Namen vergisst. Also die Menschen werden gezielt verdummt. Und das ist kein Science Fiction, er hat das auch ausgesagt, die Ärztin hat es auch ausgesagt und Dr. Drabik schreibt es seit 22 Jahren nieder in seine Bücher mit seiner Frau, die auch im Labor tätig war. Und da gibt es verschiedene Projekte, was Dr. Drabik nur übersetzt hat mit Fachquellen von Amerika. Und ich habe es damals auch übersetzen versuchen in deutsche Sprache, aber das haben die gelöscht, obwohl es die Wahrheit ist. Dieser Professor, Herr Dieter, der auch Schriftsteller ist oder Bücher gerne liest, hat gesagt, dass, ich will jetzt auch noch was dazu sagen, was er da bemerkt hat. Er hat gesagt, sein Vater war sehr so ein Mensch, dass er nur reale Dinge wahrnahm, was man halt anfassen konnte oder mit Beweisen wie Chemie oder Physik festlegen konnte. Und er war so ein Mensch, dass er auch nicht so an Gott glaubte, sondern eher die realen Dinge, was man sehen kann und anfassen kann. Aber seine Mutter war das Gegenteil. Sie hat sehr viel seelische Dinge und auch geglaubt und eine andere Person war. Und deswegen hat er sich interessiert, warum es verschiedene Menschen gibt, die an Gott glauben und eher seelische Dinge auffassen oder die nur die solche Dinge auffassen, die man sehen kann. Ich werde jetzt mal an alle Psychologen und wirklich die Psychologen sind, ein Beispiel nennen. Was ich jetzt nenne, ist bewiesen. Wenn das Kind so 3, 4 Jahre alt ist, fasst es noch keine seelischen Dinge auf, was das Kind nicht sehen kann. Man kann vieles dem Kind beibringen. Zum Beispiel, wenn ich dem Kind sage, hier liegt ein Gegenstand, was man sehen kann, und ich will dem Kind beibringen, Wörter beibringen, ich will dem Kind Definitionen beibringen und Gegenstände den Namen beibringen, muss man das Gegenstand aufheben, das Kind das Gegenstand zeigen und sagen, das ist eine Uhr. Du kannst das anfassen, das Kind sieht das Gegenstand, kann das anfassen und fasst das auf. Aber du kannst ein Kleinkind keine solche seelische Dinge beibringen, Definition, die man nicht sehen kann. Wie zum Beispiel die Seele oder Engel oder Gott oder Gefühle, also komplexe Dinge, die man nicht anfassen kann, können noch Kleinkinder noch nicht auffassen. Sie versuchen es vielleicht, aber sie können es nicht beschreiben. Sie können nur Dinge beschreiben, die sie auch anfassen können und vor Augen haben. Und wenn so 6, 7 Jahre alt ist das Kind, müssen sie langsam auch diese Dinge begreifen, die man mit Augen nicht sehen kann.
Und wenn das Kind noch nicht so weit ist, da gibt es so psychologische Tests, Einstufungstests. Wenn das Kind noch nicht solche Dinge auffassen kann, die man nicht sehen kann, kann man auch zurückfallen noch einmal im Kindergarten. Und erst dann wird man in die Schule gehen, wenn die abstrakte Dinge auffassen können, die man mit den Augen nicht sehen kann, wieder anfassen kann. Und es gibt aber eine sehr schlimme Behinderung, würde ich sagen, oder ich kann das jetzt nicht anders formulieren, psychologisch nennt man das eine Behinderung, wenn man auch in der Schule, bis man 18 Jahre alt ist, nicht die seelischen Dinge beschreiben kann. Also die Kinder können ein Tier beschreiben, das Tier ist so groß, so und so viele Punkte oder gestreift und läuft schnell. Sie können Gegenstände beschreiben, auch der Tisch sieht so und so aus. Aber wenn ein Kind in der Grundschule eine Definition oder ein Gefühl nicht ein Parabel, ein Sinnbild ist auch sinnbildlich und muss man nachdenken und das kann man nicht anfassen. Wenn die diese Dinge, die abstrakte Dinge nicht auffassen, was die nicht sehen können und nicht anfassen können, da gibt es so Einstufungen, dass man sie dann in eine Förderschule, würde ich sagen, weiterbildet. Es gibt leider Leute, die sehr schwer solche Dinge nicht auffassen können, die das Hören nicht sieht und die man nicht anfassen kann. Und es ist bewiesen, psychologisch gesehen, auch und literarisch gesehen, wenn Menschen, die fassen eher das auf und sie glauben eher an das, das Hirn realisiert eher das, was man auch sehen kann, sofort und angreifen kann. Aber an solche Dinge, was man noch nie im Leben gesehen hat oder nicht sehen kann, kann das Hirn nicht so schnell realisieren. Aber wenn die Funktion da abschaltet, auch nachzudenken, den Sinn zu erfassen, da ist es ja, ich will jetzt keinen beleidigen, aber zum Beispiel die Zionisten sagen, ein Zitat, dass die Heiden nur solche Dinge auffassen wie Kinder, die man anfassen kann und sie fassen keinen höheren seelischen Komplex auf, wie zum Beispiel den Heiligen Geist oder Gott oder Seele oder solche Dinge, die noch nicht auf der Erde sind. Sie können das nicht auffassen, weil sie das nicht in der Hand nehmen können. Und deswegen sind die nach Zionisten nach etwas minderwertiger. Also man kann das jetzt nicht anders beschreiben. Aber wer jetzt zum Beispiel Dr. Professor Moody sein Buch liest, Dr. Professor Moody hat 150 klinisch Tote wieder rehabilitiert und die alle, die tot waren, klinisch tot waren, ein paar Minuten, haben dann Gott gesehen und Engel gesehen und die haben ihre Erlebnisse geschildert. Und auf einmal haben die dann weil sie zurückkamen, die waren klinisch tot, aber kamen zurück in Leben, die wurden wieder rehabilitiert mit so einem Defibrillator. Auf einmal, weil sie das gesehen haben, sie konnten auch mit die Toten reden, die Verwandte, die Engel und so, auf einmal haben sie dann geglaubt, aber vorher waren sie nicht religiös. Und das hat versucht, Jesus. Seine letzte Parabel, wenn man Jesus seine letzte Parabel und dieses Ereignis versteht, was er damit aussagen will. Er hat gesagt, er war dann auferstanden, seine Leiche war verschwunden und alle Jünger, die alle Jesus kannten, haben Jesus gesucht. Und keiner wusste, wo er ist. Nach 3 Tagen war das Grab leer. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat kein einziger Jünger geglaubt, dass Jesus auferstanden ist, bis sie ihn nicht gesehen haben. Und obwohl Jesus im Vorhinein gesagt hat und all die Prophetien haben gesagt, dass er der Messias ist, der den Tod besiegen wird
und Macht hat über die Toten und über die Auferstehung. Er muss sterben und er wird zuallererst auferstehen. Und dann, wer an ihn glaubt, wird genauso auferstehen und in den Himmel gehen. Er hat es vorhin 100 Mal erklärt. Und sie haben seine Wunder erlebt. Sie waren mit ihm all die Jahre. Sie haben gesehen, wie er Toten erweckt hat. Lazarus. Sie haben gesehen, wie er Blinde geheilt hat. Und sie haben gesehen, wie er über Wasser gegangen ist und Macht hatte über alles Mögliche. Und trotzdem, wo die Leiche verschwunden ist, haben die den überall gesucht. Die haben dann behauptet, die Römer haben ihn weggeklaut, die Leiche, oder die Soldaten haben ihn weggeklaut, die Leiche. Keiner wusste und keiner hat es geglaubt. Und Jesus ist dann nochmal zurück zu den Jüngern, weil keiner ihn geglaubt hat, obwohl er alles vorhinein gesagt hat. Weil das Hirn fasst nicht Dinge auf, was es nicht sieht. Und das ist das Problem. Und jetzt hat Jesus die letzte Parabel versucht zu erklären. Er kam zu den Jüngern und hat gesagt: Wieso zweifelt ihr an das, was ich euch gelehrt habe? Ich habe euch nie belogen, ich bin auferstanden und kam rein in so einen Heiligen Geist Gestalt und jeder konnte ihn sehen, aber ein einziger Jünger war nicht dabei, Thomas. Thomas war gerade einkaufen auf dem Markt und die Jünger haben dann sich entschuldigt und haben gesagt, die haben niedergekniet und haben gesagt, wir haben es nicht geglaubt, solange wir dich nicht sehen, wollten wir es nicht glauben. Weil der Mensch ist einfach, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, nur er glaubt nur das, was er sehen kann, was er auch erlebt hat. Das glaubt er eher, als wenn er das nicht sieht. Und da hat Jesus gesagt, aber ihr wart ja all die Jahre bei mir, ich habe euch nie betrogen, ich habe Wunder getan, ich habe Toten erweckt. Warum habt ihr an mir gezweifelt? Das ist nicht gut, wenn ihr an Gottes Wort zweifelt und nicht glaubt. Und da haben sie sich entschuldigt und dann hat Jesus gesagt, predigt jetzt, ich gebe euch den Heiligen Geist, dass ihr nie wieder zweifelt und predigt jetzt das Evangelium, was ich euch beigebracht habe und dass Gott existiert und am letzten Tage jeder auferstehen wird wie er. Wenn ihr an Gott glaubt und Gutes tut. Und da ist er gegangen. Und jetzt, die letzte Parabel, kam Thomas zurück, Thomas ins Zimmer, kam rein und alle haben Jesus gesehen, alle 11 Jünger und auch ihre Mutter und so, die da waren im Raum. Und da haben die Thomas gesagt, du warst auf dem Markt, aber Jesus ist wirklich auferstanden, er war jetzt gerade bei uns. Und obwohl alle Jesus ihn gesehen haben, alle, hat Thomas gesagt, ich glaube so lange nicht, bis ich ihn anfassen kann, weil ihr ist scheißegal, was ihr sagt. Ich will ihn anfassen, ich will seine Wunden berühren, ich will seine Hände berühren und die Wunde auch, wo er durchgebohrt ist, weil so lange, egal was ihr labert, ich glaube euch nicht. Und das ist das Schlimmste. Thomas hat nicht mal Maria, die Mutter, geglaubt von Jesus und all seine Freunde hat er nicht mal geglaubt. Er hat sie für verrückt erklärt. Alle hat er sie verrückt erklärt und hat nicht geglaubt, obwohl keiner gelogen hat. Und dann kam Jesus nochmal zurück und hat ihn versucht und all die Generationen versucht zu was erklären. Diese Parabel, wer diese Parabel deutet, der versteht die Lehre, was damit gemeint ist. Er hat gesagt, kam rein, Thomas hat gekocht und hat gesagt, du glaubst erst, wenn du mich anfassen kannst. Und hat sein Gewand geöffnet und hat gesagt, da tu dann deine Finger auf meine Wunde und fasse mich an und berühre mich. Und dann hat er was gelehrt. Und da hat Thomas ihn angefasst, ist auf die Knie gefallen und hat sich entschuldigt. Und dann hat Jesus gesagt, du hast nur jetzt einen Glaube, weil du mich angefasst hast und hast dich bezeugt, dass ich die Wahrheit gesagt habe, weil du mich gesehen hast und mich auch anfassen konntest. Aber dein Glaube ist nichts wert. Wie groß ist deren Glaube, die mich nach dir nicht anfassen können, nicht sehen können und trotzdem an mir glauben und nicht zweifeln? Deren Glaube ist 10-mal größer als du, der all die Jahre bei mir warst. Was hat er damit gemeint? Das soll jetzt jeder selber entscheiden.